spät ist in mir Musik. Mir ist, als müsste ich heute sagen, was ich so lang verschwieg. Es ist schon verblüffend, wie glaubhaft und authentisch Dalia Lavi ihre deutschen Schlager singen konnte. Die Israelin hat zwar eine deutsche Mutter, doch Deutsch war trotzdem nie ihre Muttersprache. Ich spreche Deutsch. Aber ich mache so viele Kompromisse immer in Interviews, weil wenn ich will etwas wirklich erklären, finde ich die Worte nicht in Deutsch. Und dann mache ich Kompromiss. Und ich will einmal ein Interview machen, wo ich weiß genau, was die Antwort ist und was ich will sagen und keine Schwierigkeiten haben. Und das ist das einzige Sprache, wo ich frei mich fühle, ist Hebräisch und Englisch. Und deshalb machen wir es heute in Englisch und alle Leute dort, forgive me. Wäre ich ein Buch im Leben, würdest du mein Leser sein? Ich höre heute noch ihre Musik total gerne und ich mag die Stimme und mein Gott, die sah so schön aus. Vielleicht gibt es irgendwo einen Sinn und irgendwer weiß den Weg dorthin, wo Liebe wohnt. Weil Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, weil kein Tag ohne Liebe sich lohnt. Und das war alles so absolut glaubwürdig. Und das war so zum Anbeten. Und Dalia Lavi hat Sachen gesungen, von denen man heute gar nicht mehr ahnt, dass die in den 70ern ästhetisch auch in diesem Mitklatsch-Ding namens deutscher Schlager so möglich gewesen wären. Aber mit Dalia Lavi waren sie möglich. Kommst du? Ja, das singt mir meine Frau immer noch vor, ganz oft, wenn sich's anbietet. Wirst du mit mir gehen, wenn mein Weg ins Dunkel führt? Wirst du mit mir gehen, wenn mein Tag schon Nacht wie'n spürt? Wenn ich nicht mehr Vagabond sein will, baust du mein Haus und musst du mit mir vom Leben aus? Willst du mit verstehen, dich im Wind drehen, willst du mit mir gehen? E-Moll, das ist ganz wichtig. E-Du, willst du mit mir gehen? Das wäre praktisch dann Fine, dann wäre der Song zu Ende. Aber E-Moll, gehen macht erstmal Geheimnis.